Hallo liebe Foodies, hier beim Food Ninja, willkommen bei mir auf dem Kanal und ich habe bekommen Schiedwetter. Was zur Hölle ist das? Ja, eine Flasche Wein geschenkt bekommen und da habe ich mich erstmal auf jeden Fall gefreut und mir das angeguckt und Schiedwetter suggeriert ja, dass es für genau solches Wetter eben gedacht ist. Hier sehen wir alkoholfrei. Ich gebe zu, das hat meine Stimmung dann etwas getrübt. Also ich mag Glühwein, aber ja, also ich persönlich mag lieber den klassischen mit Alkohol. Gucken wir hier mal. Endlich gibt es einen Grund, sich auf schlechtes Wetter zu freuen. Ja, also es ist ein Weingetränk, den man dem Alkohol entzogen hat. Aber nichtsdestotrotz, ich werde das jetzt testen. Und also ich denke mal, aus alkoholfreien Rotwein, ich denke mal, also man macht das warm. Ja, ich werde das testen und dann mal probieren. So, ich habe das jetzt mal heiß gemacht und wie ihr erkennen könnt, stilecht in einer Glühweintasse, also wenn schon, dann stilecht, dann muss das auch so sein. Ja, riechen tut es auf jeden Fall wie Glühwein. Das hat so beim ersten Schluck, hat das so was recht Säuerliches. Ja, wie soll ich sagen? Ja, recht säuerlich. Beim zweiten. Ja, könnte man auch als fruchtig bezeichnen, je nachdem. Aber für mich hat das eher was Säuerliches. Könnte etwas süßer sein. Ich überlege gerade, was ist denn da drin? Alkoholfreier Wein. Saccharose. Natürliches Gewürzaroma. Ja, es ist schon, also für meinen Geschmack ist es halt echt so säuerlich. Es hat was von so einem, oh, ich weiß nicht, halt so was fruchtig, ja, säuerlich fruchtig vielleicht. Zitrus, ja, kann man schlecht beschreiben. Ja, warm, also ich glaube schon, ja, gut zum Aufwärmen könnte das ein nettes Getränk sein. Und es fehlt aber halt das Gewisse. Es ist für mich, also, Glühweinersatz ist es für mich nicht. Also, es ist nicht, gut, es wird jetzt hier auch nicht als alkoholfreier Glühwein verkauft, sondern allgemein halt als irgendein Getränk. Ja, ich weiß, also meins ist das nicht. Ja, so im Abgang geht es ein bisschen. Aber für mich nicht. Ist auf jeden Fall natürlich eine Geschmackssache. Vielleicht ist das natürlich dein Ding, wo du sagst, hey, wieso, ich finde das super cool. Und gerade ich mag kein Dings und möchte gerne alkoholfrei. Nein, meins ist es aber definitiv nicht. Also würde ich mir nicht kaufen. In dem Fall habe ich es geschenkt bekommen, von daher ist es nicht schlimm. Meine Meinung zum Schiedwetter alkoholfrei. Ja, lasst ein Like da oder einen Kommentar, was ihr dazu meint, wie auch immer, und guckt wieder rein.